Wunderschönes Hallo allerseits. Ich möchte heute mit euch über ein eher bisschen oder ein etwas trainingswissenschaftlicheres Thema kurz reden, das aber für jedes Fitnesstraining oder jede Weiterentwicklung deiner Fitness relevant ist. Und das aber lustigerweise im Konzept des Muskelcoachings mit diesen isometrischen Übungen oder teilisometrischen Übungen, die ich da verwende, ziemlich egal ist. Und zwar, es geht um den Progressive Overload, die progressive Überlast. Hört sich toll an, ist in Wirklichkeit nichts anderes, dass du immer mehr Gewicht mit der Zeit beim Training nehmen musst, um deine Muskulatur auszubelasten, weil du einfach mit dem Trainingsprozess fitter wirst. Ist auch für viele der Grund, einer der Gründe, um ins Fitnesscenter zu gehen, weil du dir eigentlich in Wirklichkeit daheim gar nicht die ganzen Trainingsgeräte anschaffen kannst oder willst oft, um deine Muskulatur voll auszubelasten und Fortschritte zu bekommen. Da bräuchtest du nicht eine Kettlebell, sondern 10 Kettlebells. Nicht eine Kurzhantel oder nicht ein paar Hantelscheiben, sondern etliche Hantelscheiben. Das Ganze ist aber eigentlich in Wirklichkeit im Muskelcoaching-Trainingskonzept völlig egal. Weil nicht nur, dass du eigentlich so wie ich da gerade auf der Gassi-Runde, auf der Dogwalk-Runde trainieren könntest, was ich wahnsinnig gern tue übrigens, du hast das steigende Trainingsgewicht immer bei dir. Wie meine ich das? Folgendes. Meine Übungen funktionieren ja so, dass du gewisse Körperhaltungen einnimmst oder später mal, wenn du schon etwas versierter bist in dem Training und den Muskel willentlich ansteuern kannst, einfach nur die Muskulatur anspannst. Das heißt, Ziel ist es eigentlich, die Muskulatur so weit anzuspannen, dass sie an ihre Belastungsgrenze kommt. Nehmen wir die Brustmuskulatur. Ich kann die Brustmuskulatur willentlich anspannen, so fest, dass ich schon langsam, ich bin gespannt, ob ihr es am Video seht, zu zittern beginne. Dieses Muskelzittern, das kennst du aus anderen Sachen auch, alltägliches Leben. Wenn du irgendwas Schweres hebst oder etwas zu Schweres heben möchtest und du kriegst es nicht hoch und du strengst dich trotzdem an, fangst du an zu zittern am ganzen Körper. Da kommt dein Muskel oder dein Bewegungsapparat an seine Leistungsgrenze. Und genau da musst du hin, damit dein Körper fitter wird. Im Fitnesscenter machst du das, indem du mit der Zeit immer mehr Gewicht nimmst. Sagen wir, du machst Bizeps Curls mit einer Kurzhantel. Im ersten Monat schaffst du es 10 Mal mit 10 Kilo. Am Ende des Monats merkst du schon, okay, das wird mir zu leicht, es geht 12 oder 13 Mal. Nimmst du mehr Gewicht. Okay? Das ist die progressive Überlast. Mehr nehmen, damit wir immer an der Leistungsgrenze bleiben. Das geht aber bei diesen isometrischen und teilisometrischen Übungen automatisch. Weil dein Muskel kann immer stärker anspannen und kann immer fester anspannen und baut diese Kraft- oder Gewichtssteigerung sozusagen automatisch in die Übungen mit ein. Gutes Beispiel wäre zum Beispiel, nimm eine normale Körpergewichtswaage. Im Wald habe ich jetzt keine dabei. Nimm sie vor die Brust zwischen deine zwei Hände und drück sie mit maximaler Kraft zusammen. Schau nach, welches Gewicht du drückst. Mach das einen Monat lang täglich für 30 Sekunden. Schreib dir das Gewicht am ersten Tag auf. Schreib dir das Gewicht am letzten Tag auf. Du wirst sehen, du wirst mit mehr Kraft drücken können, bis du das Muskelzittern erreichst. Das Gewicht, das du am ersten Tag drückst, wenn du das bewusst am letzten Tag drückst, wirst du kein Muskelzittern erreichen. Somit ist die progressive Überlast in das Training mit eingebaut. Schlau und einfach gedacht, funktioniert ausgezeichnet. In diesem Sinne könnt ihr dieses Thema für euer Fitnesstraining beim Muskelcoaching abhaken.
Schönen sonnigen Tag wünsche ich euch.